Hey ho und willkommen zurück zu Let's Play Anno 2205. Ich wurde gebeten, mal die Einstellungen zu zeigen, sind bei mir nicht ganz so gut, das können wir uns mal ganz in Ruhe angucken. Ich habe jetzt alles irgendwie auf Mittel, teilweise die Beleuchtungsqualität auf Hoch und Nachbearbeitung auf Hoch, aber auch nur, weil es Mittel nicht gibt. Das sind alles Voreinstellungen gewesen, ich werde da auch nicht viel anpassen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich Angst habe, dass das Spiel dann nicht mehr funktioniert, meine Grafikkarte ist nicht mehr die neueste. Beim Gameplay selber, automatisches Speichern ist aktiv. Das wird ja automatisch dann gespeichert, wenn ich das Spiel beende. Und zwischendurch, glaube ich, auch noch ab und zu. Tastenbelegung ist auch alles so geblieben wie vorher auch. Mit F11, das haben wir gelernt. Hier unten Tag- und Nachtwechsel einstellen ist top. Finde ich toll, finde ich klasse. Wenn man alleine spielt, wenn ich euch was zeigen will hier beim Let's Play, werde ich es wahrscheinlich am Tag lassen. Audioeinstellungen sind bei mir ein bisschen niedriger, bei der Musik, bei den Effekten insbesondere. Und die Stimmen- bzw. Sprachlautstärke habe ich auf 100% gelassen, damit ich nachher nach dem Fertigmachen nicht allzu viel schneiden muss. Allerdings ist es so, dass die ja ab und zu irgendeinen Satz reinwerfen. Klar, der ist auf 100%. Ich habe dann die Tonspur auch immer geradlinig auf ein und derselben Lautstärke. Und dann aber später nehme ich die wichtigsten Tonspuren und schneide die nochmal raus und nach unten, damit ihr dann auch wirklich mitbekommt, wenn etwas Wichtiges passiert. Beziehungsweise sie hier irgendwas erklärt, unsere gute Tante, die für alles zuständig ist. Wir gehen rein ins Spiel, wir gucken uns ganz gemütlich um. Ich bin auch gerade erst aufgestanden, ich muss jetzt erstmal wach werden und von daher können wir auch gleich mal die Intervention hier starten. Nur ein Kratzer und ich schnapp sie dir einfach. Ja. Schiff upgraden. Können wir das überhaupt? Nein, können wir nicht. Dafür brauchen wir wahrscheinlich noch ein paar extra Punkte in irgendwas. Wir nehmen die Mission an, was auch immer das für eine Mission war. Zerstören Sie die Kommandos der Orbital Watch, um das entführte Transportschiff zu befreien. Das machen wir jetzt einfach, weil ich ja die anderen Zwischenmissionen auch noch machen wollte. Hier läuft ja erstmal alles. Wir haben ja eine positive Bilanz. Das Geld geht langsam wieder hoch. Und irgendwann ist es soweit, dann müssen wir auf den Mond. Dann wird's erstmal spannend. Da sind wir ja immer noch nicht angekommen. Unsere Kollegen sind hier schon überall gestrandet und bauen und machen und tun, was das Zeug hält, aber so richtig vorwärts kommen die da nicht. Außerdem müssen wir unsere Hauptmission noch machen, die mit dem Sternchen, sowohl in Walbrook-Becken als auch hier in den Akia-Schollen. Ich weiß auch gar nicht, wie ich die Folgen benennen soll. Ich glaube, ich nenne die überall Walbrook-Becken, weil ich jetzt die ganze Zeit... Alle Zugänge blockieren. Sei ruhig. Weil ich jetzt die ganze Zeit natürlich mit diesem Walbrook-Becken durch die Gegend ziehe. So, dann wollen wir mal gucken. Identifizieren Sie sich! Ich soll mich identifizieren? Ich habe keine Zeit dazu. Zerstören Sie die Kommandos der Orbital Watch. Iridium gibt es dafür. Wo sind die Kommandos? Die sind wieder hinten. Verstanden. Mach die mal fertig. Sehr schön. Im Gange. Daran vorbeifahren. Den Auftrag annehmen. Cassian möchte, dass Sie dieses Wir machen das, wir machen das. Grafen und Kampferfahrung. Sie greifen an. Sehr schön. Das gibt auch immer Treibstoff dazu. Ich glaube, Treibstoff gibt uns auch wieder Lebensenergie zurück. Oh, das waren Rammschiffe. Das ist nicht gut. Wie reparieren wir dich denn jetzt wieder? Was ist das? Reparaturdrohne. Reparaturdrohnen gestartet. Im Gange. Okay, wir wurden repariert. Davon haben wir aber offensichtlich nicht viele. Was ist denn hier jetzt der Auftrag bei dem? Finden Sie verlorene Fässer an Land. Wir werden angegriffen. Ja, offensichtlich. Kampfstationen. Treibstoff. Jede Menge Treibstoff dazu bekommen, den wir vielleicht auch brauchen, um ans Ende zu kommen. Bestätigt. Waffensysteme bereit. Na, wirst du wohl. Kommen die Raketen angeflogen. Sehr schön. Das ist vielleicht Iridium.
Was könnte das sein? Keine Ahnung. Verstanden. Die Flugzeugträger müssen weg. Grünes Licht. Ja, grünes Licht für uns. Und jede Menge Zeug, das wir einsammeln. Das ist toll. Okay, verlorene Fässer aufgenommen. Davon brauchen wir 7. Ach, du liebes bisschen. Habe ich vielleicht schon welche übersehen? Nee, von hier kommen wir. Da kann nichts sein. Reicht das nicht, wenn ich durch die Gegend ziehe und die alle einsammle? Müssen meine Schiffe da mit? Hier unten müssen wir sowieso nicht lang. Wir müssen nach oben. Wer bist du denn? Die letzten Nachrichten sagen, dass der... Folgen Sie Kreuzer mit Ihrem Fahrzeug. Ah! Wie sollen die folgen? Wir sind unterwegs. Aber ich finde keine Fässer mehr. Da kommen sie. Was? Ich komme. Koordinaten bestätigt. Mach die mal schnell kaputt. Bestätigt. Und weg da, weg da, weg da. So, wir folgen dir jetzt einfach. Muss nachher wieder eine Reparaturdrohne anwenden. Roger. Oh je. Selbstreparatur läuft. Du geh mal bitte weg. Verstanden. Ihr kommt da nicht durch, oder? Ah, oh, Dreck. Bereit für Einsatz. So, jetzt kommt ihr ran. Sehr schön. Immer einen nach dem anderen. Dann können die nicht allzu viel Schaden machen. Ihr seht ja schon richtig geil aus, muss man ja mal so sagen. Sehr schön. Und wir bekommen irgendwas dafür. Was ist das? Sammelobjekt. EM-Impuls. Sind unterwegs. Das war das, womit man die Viecher blockieren kann, ne? Sehr schön. Weiter geht's. Graphen eingesammelt. Treibstoff eingesammelt. Kampfstationen. Das Teil muss auch weg, was auch immer es bringt. Roger. Das ist mal ein schöner Kampfpart. Diese Nachricht kam gerade rein. Gratulation zu Ihrem Sieg. Dankeschön, Dankeschön. Gekonnt ist halt gekonnt. Hier ist noch Treibstoff, den nehmen wir noch mit. Und anschließend sollten wir dann auch wirklich weiter fortfahren, damit wir irgendwann mal zum Ende kommen. Kampfstationen. Unser Treibstoff ist noch relativ gut. 14 von 17 haben wir. Ich hoffe, der wird untereinander aufgeteilt. Auf dich habe ich schon gewartet. Hast du kurz... Alle zum Einsatz. Genau, rauf da. Sehr schön. Okay, sammeln Sie Fässer mit Ihrem Fahrzeug. Wo auch immer die sind. Ah, die sind wieder ganz woanders. Okay, wir sind ja relativ geschützt. Dieser Sektor ist ja jetzt frei. Das heißt, ihr könnt einmal runterfahren. Anschließend fahren wir nochmal zurück. Hier waren auch noch irgendwo Fässer. Da, genau. Oha, wir haben ziemlich viel zu tun. Nicht los in der Hose. Gut, Fässer Verstand. Aufgenommen. Wieder zurück. Bald brauchen wir auch wieder Treibstoff, wenn es so weitergeht. Wir haben noch genügend Reparaturdrohnen. Treibstoff kosten 6. Ah, okay. Sowas kostet Treibstoff. Kinetische Schilde und Wellenmine. Bestätigt. Kampfstationen. Oh, das war gut. Das war richtig gut. Ja, ein Traum. Im Gange. Habt ihr das gesehen?
verlorene Fässer aufgenommen. Roger. Gut. Iridium bekommen. Alle zum Einsatz. Ach, die habt ihr von alleine vernichtet. Das ist aber toll. Das macht ihr super. Ich bin so stolz auf euch. Verstanden. Was ist das? Können wir nicht aufnehmen. Vielleicht haben wir schon zu viel Treibstoff verwendet. Kinetische Schilde und Wellenmine. Beschädigt Schiffe und stößt sie aus dem Zielgebiet. Roger. Also es könnte sein, dass ich mich demnächst auch weiter an solchen Waffen hier versuchen werde. Maximum an Raketen. EM-Impuls verhindert Bewegung und beschädigt Schiffe. Gut, da müssen wir garantiert auch noch hoch. Zeig mal nochmal die Dings an. Aha, da sind noch welche, da sind noch welche. Das heißt, wir werden erstmal hier hoch. Wunderbar. Guckt euch das an, wie schön das rumst und knallt. Sind unterwegs. Offensichtlich. Die Welt wartet nicht darauf, dass du sie veränderst. Triff deine Wahl und bewirke etwas damit. Ja, ja, wir werden irgendwann an der Wahl teilnehmen. Aber vorher muss ich ja alles zerdeppern. Sehr schön. Sind unterwegs. Okay. Noch sieht's gut aus. Unser eines Schiff ist schon ziemlich angeditscht. Da müssen wir echt vorsichtig sein. Können nicht mal mehr Treibstoff aufnehmen, also gut. Instandsetzung läuft. Einmal reparieren, Treibstoff wieder aufsammeln. Ah, das sind doch wieder diese Knallschiffe, die kaputt gehen und alles kaputt machen. Können gleich wieder reparieren. Selbstreparatur läuft. So, und dann ist unser Treibstoff auch so gut wie aufgebraucht. Volle Kraft voraus. Komm wieder zurück. Der Turm da ist böse. Bestätigt. Maximum an Raketen. Nuklearrakete abgefeuert. Ja, funktioniert gut. Wir ballern uns hier richtig durch. Das ist Wahnsinn. Ach so, wir müssen immer im Bereich sein. Na gut. Bestätigt. Okay. Da sind noch weitere Fässer. Die holen wir uns auch noch. Die können wir nicht mehr nehmen. Starte Nuklearrakete. Schade. Keinen getroffen. Koordinaten bestätigt. Hätte ja klappen können. Wie wär's mit einem Feuerwerk? Ich liebe Feuerwerk, wie man sieht. Bestätigt. Sehr schön. Alle zum Einsatz. Okay, alles einsammeln, bitte. Roger. Gleich wieder neuen Treibstoff, das ist top. Top, die Debatte quillt. Koordinaten bestätigt. Und euch auch noch. Nee, 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 du fährst schön hoch, Freundchen. Sind unterwegs. Mann, 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 doch. Mach mir jetzt keinen Ärger mehr. Diesmal erfüllen wir den ganzen Sektor. Alle Quests. Sind unterwegs. Alles einsammeln, weitere Graphen.
Treibstoff ist noch okay. Reparaturdrohnen gestartet. Im Gange. So, jetzt können wir den vernichten. Oh, das ging schnell. Unterwegs. Weitere Graphen. Da haben wir noch eine Kiste. Das hast du gut gemacht. Reibungslos, effizient und endgültig erledigt. Ja, haben wir. Jetzt brauchen wir aber noch ein paar Kisten, die hier irgendwo rumliegen. Ein herausragender Sieg. Meine Vorgesetzte dankt Ihnen. Okay, dann brauchen wir jetzt nur noch ihn machen. Sind unterwegs. Einmal bitte das da anditschen. Starte Nuklearrakete. Wunderbar. Alle zum Einsatz. Wellenmine, wo ist EMP da? Sehr schön, wir beschädigen zwar auch das richtige Schiff, aber das ist egal. Es sieht ja trotzdem gut aus. Feuer frei. Den da hinten bitte, bevor ihr den angreift. Ich will alle Schiffe kaputt machen. Waffensysteme bereit. Reparatursysteme online. Nuklearrakete abgefeuert. Ein Haufen Schiffe auf dem Meeresgrund. Eins davon gehört uns. Komplett-Service. Einfach so reinrauschen und alles zum Guten wenden. Unsere Mannschaften werden es dir danken. Davon bin ich überzeugt. Guck mal. Wir haben jede Menge Aufträge abgeschlossen, bekommen auch jede Menge Erfahrungspunkte dafür.